Diablo Immortales. Wir sind 59, fast 60. Also wir haben jetzt gut die Hälfte von dem Level. Ja, warte kurz. Wir holen hier einmal täglichen Bonus ab. Der Zyklus wendet sich irgendwas. Haben wir da noch eine Bonusgeschichte? Die schauen wir uns gleich mal an. Ach, hier für die Solo-Herausforderung, weil wir Rang 949 in unserer Klasse waren. Wow. Erscheint mir nicht so viel. Aber wir bekommen eine Belohnung dafür. Das heißt, es ist... Ach so, das heißt, es ist Montag und die neue Woche hat begonnen. Wir schauen mal, ob wir da vielleicht dann doch nochmal eine Herausforderung vielleicht machen. Jetzt machen wir das nochmal ganz kurz am Anfang. Ist ja dann gar nicht so verkehrt. Bestenliste. Was haben wir hier noch? Hat hier wieder schon jemand irgendwas erreicht? 110 scheinbar. Ja, das ist hier doch, das ist das. Und das 20 Stunden? Ich verstehe das nicht so ganz. Braucht man dann so lange, um da durchzuspielen sozusagen? Brauchen die wirklich so lange? Ich verstehe das nicht so richtig. Aber naja, ist ja auch egal. Wir kriegen irgendeine Belohnung dafür, finde ich in Ordnung. Dann, Schattenlotterie hat begonnen. Ja, doch, wir machen das mal zuerst. Wir machen zuerst mysteriöser Gast. Melden uns einmal bei der Schattenlotterie an. Und dann mit dem Stillschweigenden sprechen wir danach. Dass wir da einmal hier diese Geschichte hier noch mitnehmen. Der Zyklus wendet sich. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Aber danach würde ich dann einmal eben nochmal eine Herausforderung machen. Beim Ritual zuschauen. Leider haben sich schon angemeldet. Keine Platz immer frei. Okay. Das ist auch okay. Dann Ruf des Geflüsters, damit wir nämlich hier Aussichtspunkt. Den sollten wir auch dahin. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt ankommen. Da schauen wir mal. Ach so, steht der jetzt woanders? Ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir ja wohl oben rumlaufen. Spare a moment to think on your journey and the spoils you've earned. Der Zyklus wendet sich. Das Ritual ist vorbei. Obwohl euer dunkler Clan nicht den finalen Sieg errungen hat, habt ihr einen erheblichen Beitrag geleistet. Zyklus betrachten. Neue Herrschaft der Unsterblichen, eine neue Herrschaft hat begonnen. Schatten erreichen die Planungsphase, haben die Macht im Verborgenen ausgebaut. Neuer dunkler Clan, Epic ist ein neuer Clan. Ja, Unsterbliche werden mehr. Schatten erreichen die Versammlungsphase, Unsterbliche blühen auf. Dominanz der Unsterblichen erhöht. Das ist hier so Tagesablauf, ne? Dominanz der Unsterblichen erhöht. Unter der Führung der Unsterblichen wurde Stufe dies erreicht und das erreicht und das erreicht. Schließen irgendeine Prüfung ab, haben sie gut gemacht scheinbar. Ewige Krone ermächtigt. Unsterbliche schließen schon wieder eine Prüfung ab. Dominanz der Unsterblichen erhöht. Unaufhaltsam. Diese Woche wart ihr als Abenteurer aktiv und habt folgende Aktivitätswertung erhalten. 160, das erscheint mir nicht so viel. Ihr wart ein engagiertes Mitglied der Schatten, habt euch an 4 Tagen eingeloggt und 14 Schattentreue verdient. Ihr seid einen persönlichen Rang aufgestiegen. Teilnahmewertung 3, das erscheint mir alles sehr wenig. Diese Woche habt ihr eure Schlachtfeldwerkung auf 1 erhöht. Teilnahmewertung plus 4, achtsamer Abenteurer. Diese Woche habt ihr 3 Tage lang als Abenteurer folgende Aktivitäten verdient. Okay, die haben ja irgendwas wieder erhöht. Dominanz ausgebaut. Schatten erreichen Entscheidungsphase, sind jetzt mächtig genug, um das Ritual der Verbannung zu beginnen. Um die Unsterblichen zu stürzen. Ich war wieder aktiv oder ergeben oder weiß ich nicht was. 5 persönliche Ränge gestiegen. Hier ist wieder was, Schatten erreichen. Das ist aber ein langer Zyklus hier. Ich meine, wie viele Tage gibt es jetzt noch? Ich war wieder aktiv, super klasse. Ihr wart 0 Tage lang der Anführer der Schatten. Mit einer Wirkung von... Ja, wow. Ich war ja auch nicht. 2 Tage lang ein Mitglied der Schatten mit einer Wirkung von plus 4. Okay. Die waren hier wieder fleißig. Ritual der Verbannung hat begonnen und Sterbliche verbannt. Die Schatten waren im Ritual der Verbannung siegreich. Der dunkle Clan Nephalem ist aufgeschieden und Deus ist der nächste Unsterbliche. Das war jetzt gestern, wa? Gab es da schon wieder einen Wechsel? Habe ich ganz verpasst. Diese Woche wart ihr als Schatten aktiv. Oh, achso, das ist jetzt hier mein treuer, außergewöhnlicher Teilnahme. Gut, naja. Ja, nehmen wir an, ne? Also ich meine, was wir haben, haben wir. Jede Wendung des Zyklus stärkt die Menschheit, so wie ein Feuer neues Wachstum fördert. Jedes Streben nach dem Sieg ist eine Weiterführung des vorherigen. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal nach der Krone strebt. Denkt über den vergangenen Zyklus nach. Lernt, bevor ihr vergesst. Ihr könnt jeden Tag zum Reflektieren hierher kommen und ein Erinnerungsstück erhalten, okay? Die 1000 Hilt sammeln wir mal ein. Was ist denn das? Auf euer Avatar tippen, um Profil anzuzeigen. Tippen, um Profil zu öffnen.
Heldentaten. Sieh mal einer an. Also haben wir hier immer so, naja, 2,5, 3 Wochen. Mit so einem Zyklus scheinbar. Obwohl 20.06. ja, das ist ja... Das müssten ja dann 3 Wochen sein, ne? Geschenk, okay. Anzahl Errungenschaften, sagt mir jetzt nicht so viel. Wir haben hier auf jeden Fall 2 so eine Abzeichen bekommen. Ja, ich weiß nicht genau, was das jetzt bedeutet, aber... Sprecht mit dem Hildhändler, ja? Hi. And some hilts, have you? Well. Wollt ihr euch die neue Ware ansehen? Ich verkaufe sie nicht einfach an jeden. Sie ist praktisch für euch. Be the good this world desperately needs. Exklusives Sonderangebot. Das nehmen wir mal wieder mit. Kaufen. Was gibt's? Umschmiedestein, weiß ich noch nicht. Legendäres Emblem, mysteriöse. Das möchte ich auf jeden Fall noch kaufen, aber das würde ich erst kaufen, wenn wir 60 sind. Ich weiß nicht, ob wir dann was Cooleres kriegen. Ein neues Zeitalter bricht an mit einer neuen Gruppe, die von Krone gesteckt. Lalala, werdet ihr unsterblich anschließen wollt, geht zu ihnen. Ich helfe euch dieses Geschenk als Erinnerung an. Könnt ihr jeden Tag ein Geschenk erhalten, wenn wir den Aussichtspunkt besuchen. Was haben wir da jetzt bekommen? Heroisches irgendwas? Zyklus belohnen, betrachten. Tippen, um alle Quests anzuzeigen. Remember to visit throughout the week and I'll make sure you earn rewards befitting your deeds during this cycle. Ja, das wird wahrscheinlich schwierig, weil ich nämlich in den Urlaub fahre und dann bin ich ein paar Tage nicht da. Das heißt, ich muss vorspielen und werde dann wahrscheinlich nicht jeden Tag, obwohl am Handy könnte ich vielleicht wenigstens die Belohnungen abholen, aber aufnehmen kann ich dann nicht. Mal gucken, wie der Urlaub so ist, ob man mal vielleicht abends im Bett ein paar Minuten Zeit hat dafür. Aber ja, das haben wir gemacht. Ende des Zyklus, ja, ziemlich nice. Dann laufen wir hier lang. Laufe ich hier richtig? Nee, ne? Ah doch, da wollte ich hin. Dass wir eben einmal noch dieses Herausforderungsportal machen. Wenigstens eins. Dass wir mal uns einen Rang sichern können. Ich weiß nicht, einfordern? Jawohl. Dann machen wir doch hier nochmal eins. Vielleicht wird das auch schwierig. Wahrscheinlich wird das schwierig. Weil wir ja bei 11 schon ein paar Mal gestorben waren. Hier sind auf jeden Fall schon mal direkt Gegner. Das ist gut. Hier ist die Belohnung. Sensationell. Ich töte jetzt lieber gleich schon ein paar, bevor die mich wieder wegklatschen. Okay, hier ist ja nichts weiter los. Kommt bitte mit. Achso, ihr seht ja schon. So, könnt ihr einmal zusammenkommen? Das wäre super traumhaft. Wenn ihr euch so ein bisschen hier so, ne? Also richtig zusammenstellen tut ihr euch hier gerade nicht, ne? Okay, egal. Wir gehen einfach weiter. Hier ist was Blaues. Das ist auch schon mal sehr schön. Aber es scheint so ein bisschen besser zu gehen. Oder ich bin vorsichtig genug. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Aber auf jeden Fall sind wir noch nicht gestorben. Das heißt ja schon. So, ihr könnt auch vielleicht mal zusammenkommen, bitte. Wie die wegfliegen, wenn sie explodieren. Richtig gut. Ja, ein paar mehr schaffen wir jetzt vielleicht. Den gelben würde ich jetzt aber noch nicht mit zusammenholen. Ich hab das schon wieder besser. Aber du, ne? Du nervst mich richtig. Von hier hinten. Ich muss der Ferne feige rumschießen. Was geht los? Da will ich raus. Aha, jetzt wird es hier schon wieder knackiger. Die gelben machen auf jeden Fall auch noch einen Schaden. Das war sonst auch. So, Barco, sieh zu. Alle meine Viecher getötet. Ja, jetzt sind wir da, da, da. Das ist schon wieder aufgestellt. Ich sehe das Thema. Ja, haben wir das geschafft. Okay. Dann euch zusammen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen sollte am besten. Wie es sich am meisten. Oh. Diese von hinten, die nerven mich richtig.
So, Heilkugeln brauchen wir eigentlich gar nicht. Da vorne ist noch was Blaues. Ich hoffe, damit haben wir es dann auch schon geschafft. Da sind sogar noch zwei Blaue. Das ist auch in Ordnung. Ich will jetzt hier nicht noch mehr holen, aber euch zusammen wäre ganz schön. So, da vielleicht. Na, die anderen Blauen nehmen wir wohl auch noch holen. Kugel nehmen wir einmal. Zusammen von mir. So, das hat doch schon gereicht. Wo kommt denn unser Freund? Hier. Kurama. Kam mir diesmal ein bisschen besser vor. Hat ein bisschen flüssiger geklappt, irgendwie alles. Ja. So kann man doch hier ganz gut durchkommen. Ja. Das geht voran. Ah. War der schon wieder tot? Jetzt lebt er wieder. Jetzt lebt er wieder. Jetzt kommen hier nochmal ein paar Freunde. Das hat doch ganz gut funktioniert. Ja, dann sind wir doch hier glatt schon relativ schnell durchgekommen. Ich weiß nicht genau, jetzt habe ich schon wieder nicht auf die Zeit geachtet, was da stand. Also wir können ja kurz nachgucken. Das ist ja möglich. Wenn man dann weiß, wie. Haben wir ja herausgefunden beim letzten Mal. 4 Minuten 12. Und im Moment sind wir damit 12. Ja, aber ich glaube, es liegt nur daran, dass noch nicht so viele. Obwohl, nee, wir sind Stufe 12. Wir haben noch nicht mal eine Platzierung. Wo sind wir denn? Sind wir noch schlechter als hier hinten? Eigentlich müssten wir ja hier irgendwo sein. Hier so. 100. Ja. 82 würden wir dann werden und die würden nach hinten rücken. Haben schon so viele was gemacht diese Woche. War es jetzt ein neuer Zyklus? Sind die Leute fleißiger wahrscheinlich? Naja. Wir sammeln mal eben noch alles ein und dann müssten wir nochmal irgendwie vielleicht Kopfgelder machen, damit wir... Oder Codex. Was gibt es denn im Codex überhaupt? Hier ist ja erstmal nur das. Aber was ist denn hier überhaupt? Aktivität Bestiarium, ja. Dann machen wir doch direkt nochmal 4 Kopfgelder. Ich denke, das sollte reichen, bis wir Level Up haben. Ja, wir wollen hier alles annehmen, was es hier so gibt. Genau. Und dann wollen wir genau da auch hin. Sollte ein cooles Archiv. Geht ja in der Regel flott. Dass wir da ein bisschen vorankommen, wenn wir dann 60 sind. Dann leveln wir Paragon. Ich glaube, es geht bis 300. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Ist auf jeden Fall da nochmal viel zu tun. Ja, und die Monster-Essenzen. Das sind auf jeden Fall welche, die wir brauchen. Für das Bestiarium. So, ihr seid super hier und ihr kommt mal noch mit euch zusammen und mit euch, wenn wir hier schon dabei sind. So, wo ist der Dicke? Ist der einfach stehen geblieben? Beine rein. Hätten wir noch glatt hier schön mit wegklatschen können. So, dann sehen wir, das ist der 23. hier. Das geht doch ganz gut voran. Da kann man doch nicht meckern. So, ihr kommt mal alle mit, bitte. Und vielleicht schaffen wir es, euch auch noch mit anzugreifen. Und euch. Und dann könnten wir hier schön alles zusammen. Ja. Euch passen wir auch noch, auch wenn ihr nicht 15 seid. Das ist sehr schade, denn 15 hätte mir ziemlich gereicht, dass wir hier abschließen können. Aber hier kommt bestimmt auch gleich nochmal Respawn, wenn ich hier dann da unten... So, dass wir die letzten 10 Jahre noch irgendwo mitnehmen können. Ja, wo seid ihr? Da sind noch welche. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht kriegen wir euch mit euch zusammen. Euch mit euch! So. Ja, hat doch geklappt. Das ist doch schön. Dann, was haben wir hier noch? Nehmen wir das da. Tötet dämonisches Scheusal. Nee, warte mal. Warte, wir laufen da nicht hin. Nein.
Wir teleportieren uns dahin, nämlich genau in den Bereich. Ist ja bescheuert, sonst den Weg zu laufen, wenn wir schon direkt da drin landen können. Wir wollen ja auch ein bisschen effizient sein. Ja, hier, guck mal, ich nehme alle mit. Ja, der steckt da fest, okay. Aber ihr könnt euch doch bewegen hier, ne? Wir müssen den Schrein dann noch holen, wenn er noch da ist. Den hier, genau, den hier wollen wir. Da ist nur einer. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr. Da unten sind noch mehr. Das ist doch klasse. Das hier lesen wir uns gleich mal durch. Wenn es das hier schon gibt. Ja, okay, wir müssen euch hier erst alle töten. Ich verstehe. Aber dann können wir das doch lesen hier. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Aber wir können 20 sammeln. Und das will ich natürlich auch. So, ihr könnt vielleicht auch nochmal kurz mitkommen. Und ihr am besten auch. Und dann treffen wir uns hier in der Mitte. Das wäre super duper traumhaft. Und ich bin gleich tot. Ich habe wieder keine Heilkugeln für mich. Warum laufen hier noch einzeln auf uns? Wann haben wir das denn hier vergessen? Okay, das klappt nicht. Hier ist noch irgendwas. Weiß nicht, was wir da machen können. Die Hälfte erst. Uiuiui. Ja, okay. Euch bitte und euch. Und da oben ist was Blaues, das merken wir uns kurz. So, hier so fänd ich ganz gut, wenn wir alle hier hinkommen könnten. Eine Heilkugel würde ich auch noch nehmen. Würde ich nicht nein sagen. Würde ich glatt nicht nein sagen. Aber hier oben blau, das nehmen wir natürlich noch mit. Natürlich. Bitte einmal versammeln, nicht in unseren Kram ziehen. Schade, hier muss ich lernen. Okay, hier um die Ecke ist nochmal was Blaues. Wie viele brauchen wir denn noch? 10 Stück. Vielleicht kriegen wir die hier zusammengezogen. So, euch hier vielleicht. Ja, und euch hier. Ich weiß nicht, ob die Blauen halt auch zählen mit für diese Geschichte. So, Bestiarium haben wir auch fertig. Das ist sehr gut. Das geben wir gleich als erstes ab. Coole Verbindung. Das hier ist auch erledigt. Ja, muss ich ganz kurz einmal das erst machen. Oder gibt es das hier auch in der Nähe? Warte mal. Hör doch auf zu... Mann! Oh, was ist das? Was ist das denn jetzt? Dann sah das nicht aus, so komisch. So neu. Ich muss mein erstes bisschen. So, jetzt warten wir hier. Und wir gehen bitte mal von alleine hier hin. War schon richtig. Ich habe nur wirklich nicht mehr teleportieren und sonst wohin, aber hier direkt um die Ecke ist ja schon mal gut. Dann gucken wir vielleicht gleich mal, ob da zufällig auch gleich die anderen beiden Quests gemacht werden. Aber das als erstes abgeben. Ihr wisst Bescheid, sonst verpassen wir nachher Monster-Essenzen. Mal sehen, ob wir wieder eine doppelte Seite bekommen, so wie letztes Mal. Das sieht beides so aus, als hätten wir das noch nicht. Dämonen, die für die Rebellion gegen den Herrn der Sünde bestraft wurden, verkümmern während sich lalala. Okay. Vor allem die Belohnung interessiert mich natürlich. So, und dann können wir das hier auch einmal abholen. Jawohl. Alles einsammeln. Ist hier noch irgendwas, was wir einsammeln können? Nö. Wir waren nicht so fleißig, wie es aussieht. Dann könnten wir mal gucken. Oh, da sind wir direkt schon im Gebiet. Das ist doch gut, das passt sich doch. So, wir laufen hier vielleicht einmal rum. Ich hoffe, ich kann euch alle schön zusammenziehen. Das wäre super traumhaft. Wenn ihr alle hier schön hier zusammen könntet, ne? Und so mittig, das würden wir nicht zeigen. Ich hab doch schon mal halbwegs gekriegt, auch wenn hier nicht alle mit dabei waren. Hey, hör auf wegzulaufen. Ja, in dem Kram sollte man nicht drinstehen, wie man sieht. Wollte ich euch nur Bescheid sagen, dass ihr Bescheid wisst. Die and rot. My wounds mend.
Hier sind aber schön viele. Und was Blaues. So, bitte sammelt euch auf einem Platz. So, hier wäre ganz schön. Das sah gut aus. Wenn ich das durchkriege, dann ist schon mal ganz gut. Und da war irgendeine Kiste. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Verfluchte Truhe. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Ich hoffe, wir können jetzt hier wieder gegen diese Viecher aufkämpfen. Nicht so wie beim letzten Mal. Nee, beim vorletzten Mal war das, glaube ich. Einer noch. Nee, da sind auch noch. Hier, kümmert euch. Tala! Die Zeit läuft doch ab. Obwohl, wir haben ja noch eine Minute. Das sollte ja locker drin sein. So, einmal die Main-Truhe. Was gibt's da? Dreimal magischer Staub und die Schatztruhe. Gibt's auch irgendeinen Kram für? Natürlich nehmen wir das gerne mit. Wie viel brauchen wir hier noch überhaupt von denen? Was brauchen wir denn noch? Drei. Ach so, ja, dann reicht hier ja hier. Ist es damit ja getan. Dann machen wir die Kopfgelder, dann machen wir das hier noch. Wie weit ist denn das? Na, wir hätten dahin teleportieren sollen, ne? Ja, jetzt laufen wir hier eben mal hin. Einmal hier durch diesen ganzen tollen Korridor. Korridor, Korridor. Aber die Quest machen wir jetzt noch schnell mit den 60. So, so. So, kommt bitte schön zusammen. Gut funktioniert, nicht so optimal, aber ging. Der wurde schon wieder belebt. Okay, da oben ist was Blaues, von daher hat es sich ja irgendwie doch schon mal gelohnt. Und diese hier nehmen wir auch alle mit, wenn geht. Vor allem die, ne? So, und hier so wäre es schön, ne? Ich hab jetzt immer ganz gut, der da hinten wollte, aber nicht. Der muss, ob er will oder nicht. Der wird einfach jetzt getötet. Der Felsengolem. Keine Chance hier. Kommen hier schon wieder neue, aber nur zwei. Lohnt ja bald nicht. Und der hier fast One-Hit. Noch einer. Okay. Ja, hier sind schon wieder ein paar. Dann laufen wir doch hier nochmal im Kreis. Ist auch ganz gut. Klappt ganz gut so, wenn die sich hier gegenseitig abwechseln mit dem Respawn. Scheinen hier auch echt viele zu sein. Hallo. Ja, hier sind auch schon wieder welche. Die ziehen wir doch wieder zusammen. Ja, so wäre es ja in Ordnung, ne? Wenn ihr euch jetzt hier schön abwechselt. Ja, ja, ja. Sechs Stück nur noch. Dann sind wir schon fertig. Komm, hier müssen wir noch gleich wieder... Oh, blau. Ja, euch nehmen wir alle mit. Ihr kommt ja schnell. Für die Quest. Das heißt, Kopfgelder sind fertig, die geben wir noch ab. Ich hoffe, wir sind dann Level 60. Aber das sehen wir dann gleich. Einmal zurück teleportieren. Und dann kommt gleich der spannende Moment. Na, hat noch gereicht, das war die Hauptsache. Ja, lauf hin, lauf hin. Was haben wir denn hier noch? Achso, Schattenlotterie. Ah, da waren wir eben schon. Was kann sein, dass jetzt zu der Uhrzeit gerade nochmal wieder neu anfängt? Nein, es hat nicht gereicht. Es hat genau nicht gereicht. Okay. Vielleicht, obwohl XP gibt es glaube ich nicht. Dafür gibt es dafür XP? Nein, dafür gibt es nur Platin. Das reicht auch noch nicht. Ja, dann tut es mir leid. Dann wird es leider erst in der nächsten Folge Level 60. Aber... dann auf jeden Fall. Also danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.